Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die One and Only Box von Zero. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. One and Only von Zero. Also, was direkt einmal auffällt ist, wir haben es hier mit einer Vinylbox zu tun und keiner klassischen Box, wie zum Beispiel diese Klappboxen. Und wir haben hier direkt auf der Box drauf einmal eine Unterschrift mit goldenem Stift unterschrieben, Zero. Und dann haben wir hier eine Nummerierung. Und zwar dürfte die Auflage 1000 Stück gewesen sein und meine Box ist in dem Fall die 405. Gefällt mir richtig gut. Also habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Ich meine, nummerierte Boxen ja, aber dass wirklich die Box unterschrieben wurde und von Hand nummeriert wurde, sehe ich in dem Fall zum ersten Mal. One and Only steht hier und wir haben hier eine Porträtaufnahme, ein Foto, eine Zeichnung von Zero und das Ganze hier mit so Linien dargestellt. Ist vom Design ja etwas speziell, aber gefällt mir echt, echt gut. Auf der Rückseite haben wir nur die Credits und einen Barcode. Hier hinten steht noch zur Info, limitierte Box inklusive T-Shirt und roter Doppelvinyl plus CD. Gut, dann werden wir mal einen Blick hineinwerfen. So, dann haben wir einmal das T-Shirt und die Vinyl. Dann fangen wir an mit der Vinyl. Das Cover kennen wir ja schon von der Box. Und so sieht das Ganze von innen aus. Also, wir haben hier 13 Tracks aufgelistet. Meine Favoriten des Albums nach ein paar Mal durchhören sind das Intro, also One and Only, und Track Nummer 11, Dirty White Trash. Die haben mir bis jetzt am besten gefallen oder sind so am meisten hängen geblieben. Features haben wir meines Wissens nur ein oder zwei. Ich schaue jetzt mal gerade, weil es ist. Nein, hier steht kein Feature angeführt. Es ist nur irgendein Feature von einer Frau, glaube ich, gewesen. Ein Gesangsfeature. Ist hier nicht angeführt. Gut, damit müssen wir leben. Und hier eben noch die Info, welche Tracks, wie die Verteilung ist. Also, was sich auf der A-Seite, B-Seite, C-Seite, D-Seite befindet. Und die Vinyl. Nummer 1 haben wir hier. Das ist in dem Fall jetzt die A-Seite. Und dann haben wir natürlich auch noch die B-Seite. Also gerade dieses Rot, so Kombination Rot und Schwarz, übertrieben gelungen. Also Vinyl generell ein Highlight, oder ich bin generell ein Fan von Vinyls, aber gerade wenn die jetzt nicht klassisch schwarz sind, sondern entsprechend eingefärbt sind, dann hat das in meinen Augen richtig Stil. Also bin auf jeden Fall ein Fan davon. Dann haben wir hier nochmal eine Aufnahme von Zero. Hier sitzt er vor irgendeiner Fassade und hier natürlich dann die zweite Vinyl enthalten. Sprich, hier haben wir dann die C-Seite und entsprechend die D-Seite. Also wir haben insgesamt 13 Tracks auf 4 Seiten auf 2 Vinyls verteilt. Und dann haben wir als weiteren Boxinhalt noch dieses T-Shirt.
Also, von der Vorderseite ist dieses T-Shirt komplett glatt und schwarz. Allerdings haben wir einen Aufdruck, einen Backprint, einen Rückenaufdruck. Und hier lesen wir Holy, also heilig, auf Englisch in roter Schrift. Also ist ja nicht ausgefüllt, sondern die Konturen. Auf jeden Fall gelungen. Und wir haben es zu tun mit Gilden Premium Cotton. 100% Baumwolle, Größe L, made in Bangladesch. Alles klar. Schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, das T-Shirt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also von vorne wirklich einfach nur ein glattes schwarzes T-Shirt. Und auf der Rückseite haben wir eben diesen Holy Schriftzug. Ansonsten dieses T-Shirt komplett glatt schwarz. So, und was mir vorhin gar nicht aufgefallen ist, da wir ja hinten auf der Box gelesen haben, vom Inhalt her, limitierte Box inklusive T-Shirt und roter Doppelvinyl plus CD, hat jetzt natürlich noch mir die Frage gestellt, was denn mit der CD ist, wo die sich versteckt. Und diese, habe ich jetzt gerade gesehen, befindet sich hier mit der Vinyl. Bedeutet, wir haben hier drinnen die CD. Auf der einen Seite muss ich sagen, schöne Sache, dass wir die CD auch dabei haben und nicht so irgendeinen Download-Code für MP3 oder so haben. Auf der anderen Seite, wenn man die CD reinmacht, hätte ich natürlich ein, ja, ich sag mal, richtiges Cover. Muss jetzt kein super Jewel-Case sein, aber irgendein Plastikcover bevorzugt und nicht nur so eine, ja, so eine Hülle. Im Notfall vielleicht noch eine Papphülle, also ein Pappcase, aber das hier ist in meinen Augen zu wenig und ich bin nicht ganz glücklich damit. Auf jeden Fall, das ist die CD, One and Only von Zero. Wir fassen zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieses T-Shirt mit Holy Neck bzw. Backprint in Größe L. Die CD, One and Only. Und die Doppel-Vinyl, One and Only von Zero. Das alles in dieser wunderbaren Box. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Zero unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's fürs. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.